Ich möchte aber, dass er auf dem Tablet noch mit dem Freien Minecraft spielt. Morgen können wir das machen. Heute ist schon zu spät. Oh. So, und damit herzlich willkommen. Oh, es hat's gehangen, hast du gesehen? Was? Es hat's gehangen. Zurück, wollte ich sagen. Willkommen zurück zu Terraria in der Windows-Rechner-PC-Version. Was die den Vorteil mit sich bringt, dass wir richtig genial was Geiles spielen können und dass wir nicht mehr alle auf den Keks gehen mit von wegen, ja, ich möchte unbedingt auf dem Handy und Handy. So, doch Handy ist eigentlich cool. Schade ist halt, ich glaube übrigens in meinem Handy nicht daran, dass dieses Jahr noch das Update kommt. Das muss ich auch mal ehrlich dazu sagen, dass wir da also zum einen nicht schon bald zusammen spielen können, das glaube ich also schon mal nicht. Fighter Qualification Test. Kill 2 Skeletons. Wenn du irgendwo Skelette siehst, so sag mir das bitte, die sind unsere Kämpfer. Skeletons, also Skelette. Skelette. Um ein Kämpfer zu sein, muss man Skelette killen. Ist jetzt eigentlich hier gerade immer noch die Disabled in Action Mode? Ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Was das für ein Action Mode sein soll. Bildtaste, kann man nicht. Das ist doch da oben. Nee, das ist, ach so, weil es halt so dunkel ist gerade. So, kann man so machen. In der Tür, das nervt natürlich schon ganz schön, dass man hier immer auf und zu machen muss. Der heilt sich auch nicht richtig gut alleine. Was? Der heilt sich nicht gut. Der heilt sich nicht von alleine. Nicht gut, nee. Ich mach mal, jetzt haben wir das. Können wir hier noch mehr bauen? Ich guck mal, was wir noch bauen können. Wir haben hier unten noch irgendwas. Hier ist eine Fackel. Ein Schild. Na, wenn das mal nicht genial ist. Ein Schild können wir bauen. Aber wo kommt das hin? Wo kommt denn das Schild hin? Sagen wir das mal. Kennst du dich damit aus? Ich glaube, das ist... 5 Abwehr steht da. Das muss doch irgendwo... Wie legt man das an? Hier vielleicht, bei Munition? Nee. Benutzt man das irgendwie vielleicht? Wie, wo macht man das Schild hin? Blockreihe. Place on the first of the first inventory slots. Aha. Place on one of the first inventory slots. Use by holding right click button. Aha. Aha. Okay. So hier. Hä? Wie soll das gehen? Ich habe es nicht so richtig gesehen. Du könntest also vor uns halten, siehst du das? Aber was es nun mit sich bringt, das weiß ich nicht. Da bestimmt macht der Schaden. Wahrscheinlich kann ich das, also wenn ich angegriffen werde, kann ich das wahrscheinlich so vor mich halten und dann kann ich irgendwie, aber das so richtig Sinn hat es nicht natürlich. Papi, ja? Nimm das doch mal in die Hand und lass dich angreifen. Habe ich gerade schon gemacht, das hilft mir aber nicht. Oh, da ist noch eine Federmaus drin im Raum. Also das Schild, ich weiß nicht so ganz genau, was das für einen Sinn haben soll, aber die Augen müssen wir zerstören auf jeden Fall. Dann mit dem Haus. Sonst bist du tot. Mit einem Haus sind wir erstmal ganz gut gesichert. Jetzt bauen wir also noch ein zweites Haus. Pass mal auf. Haben wir geklärt? Haben wir noch mehr Holz eigentlich? Wo aber ist denn das guck Holz? Mal, der Mond ist noch gar nicht um. Schau mal. Der geht noch 12 Stunden. Das ist klar, ja. Jetzt müssen wir gucken. Kann ich jetzt ein Haus bauen, da stirbst du dauernd. Da schießt von hinten und ich schieß von vorne. Hier ist auch noch kein Skelett zu sehen, ne? Hier sieht man auch kein Skelett. Die sind halt... Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch unglaublich. Wie schon da. Das geht mir auf den Geist, also würde ich damit sagen. Also auf die Misti. Auf die Nase geht mir das, auf die Nase. Auf die Nase, auf die Misti. So, die Nacht ist doch gleich vorbei, oder? Nö, da sieht ja, der Mond ist erst ein Stecken fort. Der Mond ist aufgegangen. Komm her, du Auge, du. Und wenn das weg ist, dann baue ich gleich mal das Dach länger hier. Jetzt pass auf, Fetze. Jetzt baue ich das Dach hier länger. Jetzt gehen wir mal hier hin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und hier ist das 11. Dann können wir hier runterbauen. 1, 2, 3. Das müsste klappen so.
Dann müssen wir von unten machen, wie weißt. Dann haben wir schon mal eine Doppelhaushälfte. Guck mal hier. Jetzt können wir nämlich noch eine Tür bauen. Dann haben wir schon mal ein zweites Haus. Guck mal. Zack. Dann brauche ich so eine Tür hier. Guck mal, jetzt hauen alle ab. Schilder können wir auch. Tisch. Jetzt ist es Tag geworden. Okay. Hier ist also noch eine Tür. Das freut mich. Das hier können wir übrigens hier hinsetzen. Guck mal. Unser erstes hier. Zack. Cool, ne? Was ist das denn für ein Auge? Was ist denn das jetzt? Mach denn das? Was ist denn das da? Also irgendwie, ich habe jetzt wahrscheinlich gerade einen Buff bekommen. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist so ein Schild, was um mich herum fliegt, habe ich so das Gefühl. Aber warum das es tut, das kann ich nicht sagen. Jetzt bauen wir hier noch den Baum weg. Gucke hier. Ja, den Baum machen wir noch weg. So, den hier vor der Haustür nehmen wir auch weg. Das stört vielleicht ein bisschen. Ach, ich nehme mal an, das beschützt dich. Papa, sag mal, was ist denn das für ein Auge da? Na, du meinst das Schild da vor mir, oder? Nee, ich meinte das da. Ach du, was? Du meinst das blaue Schild, was da hingehangen hat? Ja. Keine Ahnung, was das macht. Ich weiß nicht, was das Schild hier macht. Hä? Aber ich kann es hier sehen. Ach, das ist ein Bannerschild. Ah, Mann! Papi, ich meinte nicht das blaue Rote, ich meinte das blau-weiße. Das hier, hier hängt ein Tuch. Und dieses Tuch ist ein Banner. Und das increases damage and defense from the following. Höhenflamer. Das heißt, was? Erhöht Schaden und Abwehr von dem. Jetzt habe ich aber die Höhlenflammer sauber und stärker gemacht. Das ist ja mal richtig sauber, was ich hier hingekriegt habe gerade. Ist das übrigens ein Skelett hier oder ist das ein Zombie? Zombie. Bist du sicher? Oh, ich brauche Skelette. Jetzt hat die Skelette stärker gemacht, oder? Nee, die Fledermäuse. Die Fledermäuse. Wo ist denn jetzt meine Spitzhacke eigentlich hin? Jetzt hast du mit denen die Fledermäuse stärker gemacht, was? Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Weißt du das? Aber schau mal, da steht doch das Haustier und da steht sogar noch eine Plus. Ja, jetzt haben wir Dreck habe ich hier jetzt oben. Jetzt ist endlich Tag. Jetzt wird's Zeit. Aber wo kommen die ganzen Fledermäuse eigentlich her? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja ganz anders als beim Telefon. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich hier einen Mod installiert habe. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter vielleicht. So, jetzt noch mal eine Rückwand fürs Haus. Hauswände. Ich mache nochmal die Fackeln erstmal hier ran. Fackeln. Zack. Und hier noch eine. Zack. Und ja, dann machen wir noch ein bisschen Rückwand. Machen wir ein bisschen Hauswand. Wo ist es? Achso, also muss ich natürlich darüber gehen. Hopp. So. Dann sieht das anders aus. Kann ich jetzt hier was machen? Disabled und Action Mode. Was ist denn Action Mode? Warum ist hier Action Mode? Ich verstehe nicht Action Mode. Action Mode? Klasse, Disabled und Action Mode. Ich weiß nicht, was es ist. The name of my company ist, weiß ich auch nicht. Quests. Find my lost, ich weiß auch nicht. Wir haben jetzt ein paar Aufgaben hier. Papa, aber was ist denn? Jetzt ist schon wieder eine Fledermaus. Es ist schon wieder eine. Warum denn das? Ist mir auch egal. Was ist denn so ein Action? Eine Aktion ist das. Aber ich habe schon wieder Fledermäuse. Jetzt kommt hier schon wieder so ein blödes Ding mit den Fledermäusen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, weil wir hier drinnen im Haus sind. Ich gehe jetzt also hier rein und baue jetzt noch ein paar Wände. Na, nicht die Tür. Ach, Mann, ey. Wände. 50 waren nicht genug. Ja, 56 diesmal. Zack. 58 Stück noch. So, dann legen wir uns mal Wände an hier im Haus. Schön ist, dass man hier mit dem Verwackeln nicht so eine Probleme hat wie beim Telefon. Und dann müssen wir uns mal irgendwie eingraben. Vielleicht vom Haus aus. Was macht denn der jetzt? Ist der doof? Was macht der? Mach die Tür zu. Was ist der? Unser Kumpel hier. Der hat einfach mal die Fledermäuse hier reingelassen, der Depp. Der will nicht nur bei den Fledermäusen retten, der greift die an. Das sah nicht so aus. Das, was er gemacht hat, der hat die Tür aufgemacht, der Kunde. Guck da. Der greift an. Mir kommt das aber irgendwie nicht nach einer Hilfe vor. Ha, guck mal. Kommt jemand an den Rand, schaut nach. Zack, wann fallen die durchgegangen? Okay.
Hättest du auch mal einen Bogen?